Ich bin Professor Dr. Querschnitt und habe leider die traurige Aufgabe, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die für heute Abend angekündigte Erstaufführung der französischen Komödie Hospital L'Amour in der deutschen Fassung Lazarett der Liebe aufgrund einer Erkrankung aller Mitwirkenden ausfallen muss. Die Mitarbeiter des hiesigen Klinikums arbeiten fieberhaft daran, die Mineralwasservergiftung aller Schauspieler durch den Einsatz hochprozentiger Medikamente zu neutralisieren und den Gesundheitszustand stabil zu halten. Sehen Sie also in Änderung des Programms, und dazu wünsche ich allen, die trotzdem bleiben wollen, gute Unterhaltung, die deutsche Tragödie, das Krankenhaus am Rande des Wahnsinns. Sehen Aufnahme eines nicht identifizierten Patienten.
Nein. Also fragen Sie meinen Arzt oder Apotheker. Punkt 2. Wen sollen wir im Falle einer geglückten Operation benachrichtigt werden? Punkt 3. Wer war denn der zu benachrichtigen in den letzten 3 Wochen ernsthaft erkrankt? Punkt 4. Waren Sie in den letzten 3 Wochen schwanger oder was ist Ihre nächste Regel? Ist der Patient eigentlich weiblich, männlich oder sächlich? Nicht eindeutig feststellbar. Würde sagen, fast tödlich. Tödlich? Dann kommen wir zu Punkt 168. Punkt 168. Ist der Pfarrer informiert? Sollen wir Ihre Gruppensextherapie abmelden? Wir sind immer noch bei der Gruppensextherapie. Ja, aber Moment noch. Das ist ja alles mit dem Fragebogen gar nicht so einfach. Moment. Gleich bin ich so weit. Ja. Ha. Haben Sie denn alle Fenster geschlossen? Oh, gut. Das Gas hat gedreht. Gut. Und das Licht ausgemacht. Also, Herr Brösemeier, das gehört nun wirklich nicht hierhin. Ich glaube nicht, dass ich das einschätzen könne. Und nun noch ein paar Fragen in eigener Sache. Lieber Herr Lindemann, wann waren denn die Polster Ihrer Haare weich und entsprechend bequem? Ist Ihr Krankenbild auch farblich richtig abgestimmt? Bekamen Sie ausreichend Sauerstoff? Ja. Bei positiver Beantwortung dieser Fragen ist Ihnen ein Platz in unserer Klinik sicher. Hallo, Anschwester, ich habe auch noch eine Frage. Aber bitte langsam, vorsichtig und nicht den Patienten bitten. Herr Lindemann, sind Sie damit einverstanden, dass alles, was Ihnen heute Abend entnommen wird, auch gegen Sie verwandt werden kann?